Hallo und willkommen zu Chaos auf Deponia. Wir waren hier zuletzt bei der Goal und hatten das letzte Mal die Baby Goal überzeugt, nachdem wir jetzt Anführer der Untergrundbewegung da sind, wo auch der Galef hier ist. Und da haben wir ja diesen komischen Robin Hood Typen da. Es geht nicht bei Rufus. Ja, da mussten wir halt da das Rätsel lösen und der hatte so eine komische Aussprache, wo der Rufus immer gelacht hat. Das war nicht einfach. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie Himmel, Lady schon Goal wieder überzeugen. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. So, genau. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt hauptsächlich Schnabeltiere. Schnabeltiere? Schnabeltiere. Oh. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso? Was stimmt denn nicht mit Schnabeltieren? Vergiss es einfach. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich doch tatsächlich für kultiviert gehalten. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier. Ich bin gleich Gut, zurück. Also müssen wir Ist jetzt das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Restaurant? Eine klasse Frau. Da mussten wir jetzt sozusagen versuchen, diese Schnabeltiere von der Karte zu streichen. Also gehen wir noch erstmal zu dem Restaurant nochmal hoch. Nach Bellevue. So, ich kann ja nochmal mit dem hier reden. Willkommen nochmal. Der beliefert das alles, ja? Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Ich habe brisante Hintergrundinformationen über die Pläne des Organon. Und? Und du hast eine Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Nein. Kein Interesse. Und was, wenn der Organon plant, Deponia zu sprengen? Plant er das denn? Ja, das sage ich dir erst, wenn ich die Fibel bekomme. Nein. Aber vielleicht brauche ich die Fibel, um die Pläne des Organon zu durchkreuzen. Dein Leben könnte davon abhängen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Dann explodier doch. Also wir brauchen mit Sicherheit irgendwie, See you müssen later, wir die Alligator. Fibel kommen. Hell yeah, Schnabeltär. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Bestellkarte. Klingel. Kommt der Einen dieser. Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Der im Keller wahrscheinlich den Teufel zu Besuch hat. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ach so, hier war ja das. Ach hier, das ist mit. Das ist auch so ein Rätsel. Ach, hier müssen wir bestimmt an diese Glückskekse kommen, was der da gerade gesagt hatte. Überspringen, verlassen. Also müssen wir hier irgendwie an so einen Glückskeks kommen. Geld haben wir keins. Also gehen wir jetzt einfach von der Logik aus, dass wir wahrscheinlich das hier irgendwie, kann man das ja hier umstellen, dass wir auf Null kommen müssen. Denke ich mir jetzt. Ich probiere einfach mal, also im Glückskeks haben wir erst Menü 2 und 3. Ich probiere mal jetzt mit Menü 2. Was wir da machen können, Ding. Also hier habe ich. Ich kann. Also wenn ich den habe, kann ich den zum Beispiel vergrößern. Dann wird Inzent teuer. Wenn ich den verkleinere, wird er billiger. Also mache ich den mal ganz weg und schon bin ich so bei 2. Okay. Und wenn ich jetzt den nehme und den zu einem großen. Nee, oder kann ich einen zu so eben. Ich kann ein und alle beide. Ah, hier wird da ein Cent teurer. Das will ich ja nicht. Und wenn ich beide nehme, bleibt's dabei. So, da habe ich jetzt einen großen. Den ich zu ihm. Mit ihm klären kann ich nichts machen.
Oder wird dann Cent günstiger, aber mit dem kleinen kann ich. Nee. Machen wir den großen, den tausche ich mal zu einem Getränk. Und das Getränk, ich das jetzt hier runter. Bleib ich bei 0,5. Reicht das schon? Weil ich komme ja nicht. Ich probiere einfach mal. Verlassen? Verlassen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Okay, also müssen es wahrscheinlich einen doch Augenblick, auf bitte. Glatt Was null. Kann ich denn für Sie tun? Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. So, also machen wir Menü 2 oder 3. Wir können ja mal Menü 3 nehmen. Da haben wir für 4 Cent den großen, den ich in einen Burger... Nee, also ich kann, wie ich das sehe, am besten mit dem Getränk auf 0 und den großen Burger kann ich in 2 kleine und in kleinen kann ich in einen großen. Und den großen kann ich wieder in so ein. Wenn ich den jetzt runterrechne. Ich probiere einfach mal hier durch. Jetzt habe ich für den kleinen. Naja, jetzt kostet mich der große ja schon 3. Jetzt habe ich hier die 2. Kann ich in den großen. Change it. Wechseln. Nein, was? Kann ich 2 kleine Getränke in 2 kleine? Kann ich die 2 kleinen? Nee, kann ich nicht. Ah. Oder? Ah. Also ich kann jetzt eh davon in den großen. Bin ich schon bei 4, ist das viel zu teuer. Jetzt nehme ich nochmal, jetzt habe ich 3 kleine. Aber ich werde, das Menü wird immer teurer. 4 kleine. Lol. Nee, das kann so nicht sein. Also jetzt nehmen wir Menü 2. Also ich muss ja 2 oder 3 nehmen, weil da sind die Kekse dabei. Den gehe ich erstmal auf eine Nummer kleiner. Weg. Jetzt habe ich hier die 2. 2, aber das muss da change. Ich kann. Warte mal, ich kann noch die 2. Hep. Nee. Das muss doch hier auch irgendwie funktionieren, aber es ist nie grau hinterlegt. Hä? Nee, das funktioniert nicht. Menü 2. Ich den jetzt hier hab. Wartet mal, und ich wechsle, kann ich das jetzt wechseln? Das bleibt alles, das funktioniert nie. Nee. Ach, ich kann nur 2, wartet mal, das geht in beide Richtungen. Ach so. Ich kann das nur, ich kann 2 Getränke. Ich probiere mal nicht die in den großen. Jetzt mache ich den mal so. Jetzt habe ich 1,5 Getränke. Na wow. Den kann ich runterrechnen. Kann ich auch in so einem kleinen? Wo bin ich? Jetzt kann ich auch in den kleinen. Jetzt habe ich jetzt 2 kleine. 1,50. Ja wow, für 2 Getränke. Glückwunsch. Aber jetzt kann ich die 2, kann ich jetzt, ich muss mal jetzt nachdenken, die 2, jetzt habe ich 2 kleine Burger. Aha, jetzt habe ich 2 kleine Burger. In, so, mit den 2 kleinen Burgern kann ich jetzt, also ich kann 2 kleine in den großen tauschen. So, jetzt habe ich einen großen. Den ich wiederum in 2 kleine oder in einen kleinen. Und dann geht der, wenn ich den jetzt in einen kleinen mache, wird der 1 Cent. Dann ist er nur noch 0,50, aber den kleinen... Ach, scheiße.
Jetzt habe ich für 0,50 einen kleinen Burger und einen Keks. Wenn ich den... Jetzt habe ich, wenn ich den jetzt hier tausche... Jetzt habe ich ein großes... Wartet mal. Hab ich? Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut. Das macht dann 0 Slotty. Ja! Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Also bei 0 Slotty hätte ich 100% gegeben. Der Rest ist für Sie. Ach, du bist so großzügig, Rufus. Leute, habe ich jetzt... Jetzt habe ich ein... Aha, geil. Glückskeks, so. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Oh. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern... Oh, zum Glück ist Musik. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ah, da ich wieder ein Glückskeks. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Aha. Nochmal. Einen Augenblick bitte. Was muss man das hier ein paar Mal machen, um das Glück dann... Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Kann ich ihm das geben? Ich habe zwar gerade kein Bargeld am Mann, dafür aber dieses très intéressant objet trouvé. Das was? Und du hast eine Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Nein, kein Interesse. Schade. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete. Also ich muss irgendwas mit dem Keks machen. Ich habe jetzt drei Mal probiert. Ich probiere es nochmal zweimal. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr wie fünfmal... Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Wartet mal. Nochmal. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Also ich denke mal jetzt... Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick bitte. Also ich denke mal, ich muss den Keks irgendjemandem... Ich muss das jemandem... Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ich muss jetzt noch ein sechstes Mal probieren, ich glaube. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Lol, Alter. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Alles klar. Jetzt stand es ja direkt da. Kommt sofort. Okay, ich probier's mal. Hafen, wo war denn der Angler? Im Hafen, ne? Mist, zum Dock. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel, lol. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks? Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst? Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Muahaha. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Aha, geil. Der Tag hatte so schön angefangen. Halsbrecherische Hochseilakrobatik,
schiefgelaufene Gehirnoperationen und plötzlich bin ich Probemitglied im Schnabeltierclub. Yippie! Ja, das ist schön. So, warte mal, wie war denn das eigentlich hier? Musste man dem noch hoch? Wir hatten dem noch hier den Köder gegeben, ne? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Mal probieren noch mal was aus. Einmal mit Köder. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Alles klar. Beruhigungstabletten. Und jetzt noch mal. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spitz. Na gut. Vielleicht weißt du, kannst du... Das habe ich mir nämlich beim Rendern so überlegt. Alles klar. Ja. Hab ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Es gibt ja Medikamente und so weiter, die denjenigen... Hoffentlich finde ich eine Verwendung oder für die halt auch Fisch, Leute beruhigen. Das Fiasko mit den Sardellen wiederhole ich nur ungern. Und ja, das, ja, was soll ich sagen? In meinem Beruf, sage ich mal so, gibt es auch Leute, die, sage ich mal, sowas bekommen. Also, sowas nennt sich zum Beispiel Melperon. Also Melperon. Kann auch gerne mal gegoogelt werden. So, jetzt gehe ich mal hier hoch.